Hallo, liebe Plüschis, und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft. Wir sind hier zurück in unserer Welt. Wir haben gestern, nicht gestern, ja doch gestern, haben wir diese Wand haben wir zugemacht, damit wir erstmal keine Monster... Es wird schon wieder dunkel, ich bin begeistert. Ich habe ein Talent dafür. Wir werden uns jetzt erstmal an die... Wie heißt das? Daran machen, ein bisschen Eisen zu schmelzen. Dann werden wir uns morgen auf den Weg machen, werden noch ein paar Sachen von drüben holen. Wobei ich jetzt... Ich habe bestimmt noch. Wobei ich jetzt die Truhe hier einmal füllen werde. Truhe, genau. Dass ich dann hier die Truhe hinsetze, dass ich... Schaffe ich. Kriege ich hin, dass ich die Truhe jetzt einfach mal... Okay, nicht verfügbar, verfügbar. Ich habe es gerade mal eben drüber geguckt zu meinem anderen Laptop, weil der mir gerade irgendwas erzählt hat von verfügbar und nicht mehr verfügbar. Es ging da um den Streaming-Dienst, also um das Streamen über Steam von dem, wo ich gerade aufnehme, auf meinen alten Laptop. So, wir sind hier zurück in Minecraft so ungefähr. Das ist bald kaputt, das heißt, es muss ich mitnehmen. Die beiden habe ich auch noch, das heißt, ich werde es irgendwann. Also die werde ich jetzt auch erstmal hier lassen, weil die brauche ich auch nicht. Ich brauche das Essen und das kann ich auch erstmal hier lassen. Es ist dunkel, ich gehe jetzt schlafen. Hier dürfte ja eigentlich keiner reinkommen. So. Da hat sich ein Skelett perfekt unterm Baum versteckt. Genau. 7 Eisenbarren habe ich jetzt bekommen. Davon kann ich mir jetzt einen Eimer craften. Das muss ich da machen. Denn wir brauchen den Eimer. Was ist das? Ja, wann gibt es Eisenklumpen? Auch sehr schön. Habe ich noch 4... Ich brauche 5. Okay, wir werden uns demnächst mal auf den Weg machen und ein bisschen Eisen besorgen, sodass ich irgendwann mir mal eine Eisenrüstung anschaffen kann, dass ich etwas stärker gegen die ganzen Monster bin. Es scheint sich doch verpieselt zu haben, das Skelett. Glaube ich, hoffe ich. So, das heißt, wir machen uns jetzt erstmal auf den Weg nach unserem alten Zuhause, wo wir anfangs gebaut haben. Wo ich dann aber gesagt habe, dass wir hier rüber gehen, aus dem einfachen Grund. Ja. Weil wegen... Ne? Ich werde da oben mir auch noch so eine Art unendliche Wasserstelle machen. Dass ich dann vielleicht noch so einen Brunnen aus Stein baue. Also, dass ich so tue. Also, nicht so tue, aber ich werde auf jeden Fall den Brunnen bauen. Und werde dann da halt eine unendliche Wasserquelle einfügen. Ich weiß ja, wie das funktioniert. Genau, ich werde dann auch noch gucken, dass ich mir auch noch Seegras anschaffe, damit ich dann irgendwie auch noch die Schildkröten da oben hinkriege. Ich wollte ja eigentlich ganz mehr wegen den Delfinen. Das ist jetzt schwierig. Ja, mal gucken. Vielleicht werde ich auch irgendwann nochmal umziehen. Nur noch nicht jetzt. Ich werde jetzt erstmal mich auf den Weg machen und werde mir jetzt meinen restlichen Kram holen. Das ist wichtig. Hier sind Schweinchen. Die Schweinchen hole ich mir auch noch irgendwann. Dafür brauche ich aber erstmal Karotten. Muss ich dann auch alle da hochkriegen. Und ich brauche noch einen Sattel. Einen Nape-Tag. Genau, ich wollte noch gucken... Das kann ich ja gleich mal eben schnell nachgucken, wie das denn jetzt aussieht mit den Pferden. Wann die despawnen und wann nicht. Und ob man sie, zwingend benennen muss. Und natürlich auch am Anfang erstmal festbinden. Alter Schwede. Ein bisschen gruselig. Ganz dezent gruselig. So. Wollen wir mal schauen. Ah, ist jetzt auch das Wochenende, wo ich
ich irgendwas zu tun, glaube ich, an dem Wochenende. Dieses Wochenende. Der Sonntag. Genau, hier ist meine Kiste. Mit dem ganzen Bruchstein. Warum stapelt ihr euch denn nicht automatisch? So, da ist noch ein bisschen Huhn. Das. Den Sand können wir dann auch bald. Dann die Süßbeeren. Wofür ich immer noch nicht rausgekriegt habe, wofür das eigentlich ist. Wir haben schon richtig viel Kohle. Und dann muss ich das jetzt einfach, hoffe ich, immer noch abbauen. Sehr schön. Ich glaube, das Einzige, was beim Abbauen kaputt geht, ist, glaube ich, Glas. Glaube ich. Ansonsten kriegst du ja alles wieder. Ich werde auf jeden Fall auch so einen kleinen Stall bauen mit... Ich könnte ja auch hier in der Bucht einfach irgendwas bauen. Das ist ja nicht... Ah, doch, es ist schon noch eine Weile, noch ein ganzes Stückchen weg von mir. Ich muss jetzt auch mal sagen, ich fange jetzt richtig, echt, wirklich direkt mit der Landwirtschaft an. Dafür könnte ich dann eigentlich erstmal... Also, eigentlich erst der... Na, kleine Schweinchen. Auf nach Hause. Da habe ich meinen Zuckerrohr da hinten stehen lassen. Ach Mann. Ich hole mir neun. Kann ja nochmal irgendwann da hinten vorbeilaufen und kann den eben einsammeln. Ah, ist auch Lehm. Ah, ist ein Fisch. Kann ich den Fisch eigentlich schon einsammeln? Ich habe einen Lachs! Ich habe einen Lachs! Und jetzt habe ich ihn da und ich weiß nicht, wohin mit dem Lachs. Sehr schön. Der Lachs, der lebt aber noch, ne? Der ist noch nicht tot. Dann warte einfach da, kleiner Lachs. Ich mach dir da oben schon mal schnell ein Wasserloch, damit du da ein bisschen rumschwimmen kannst. Yay! Und dann irgendwann wird dann ein Aquarium kommen. Ich hoffe, dass dann die Fische nicht die ganze Zeit despawnen. Ich noch mehr Wasser besorgen. Jetzt muss ich erstmal ein paar Mal hoch und runter rennen. Dann habe ich auch schon mal meine Wasserquelle. Die dann eine ewige Wasserquelle ist, dass ich dann nicht mehr so viel rumeiern brauche. Und dann hole ich gleich da unten unseren Hans Gustavo. Ich habe ihn jetzt mal Hans Gustavo getauft. Kleiner Fisch. Da fehlt noch ein bisschen was. Mann. Okay. Flup. Ich muss ja auch nochmal irgendwie eine Treppe oder so hochbauen, dass ich einfacher hoch und runter komme. Ja, das wird. Guck mal, vielleicht habe ich irgendwie noch in einer anderen Ecke oder so. Ja, da fehlt noch eins. Da fehlt noch eins. Habe ich ihn wieder. Ein Lachs im Eimer. Da habe ich einen kleinen Lachs.
Okay. Wir haben schon mal unsere erste Fischart gefangen. Ein Lachs. Hey. Ich weiß nicht, wie kriegt man denn Lamas nochmal? Ich glaube, man muss die auch zureiten. Sehr schön. Fühlst du dich wohl, Hans Gustavo? Nein, ist auch nicht mein Problem. Also doch, eigentlich schon, aber genau, ich wollte ja auch noch ein bisschen. Gruseliges Höhlengeräusch ist gruselig und Zombie ist auch hinter der Wand, glaube ich. Aber ihr kommt da nicht durch, ihr. Ihr Girlanden. So. Ups. Ah ja, genau. Ich muss ja. Ich war noch im Umziehen. Nein. Genau. So. Das kommt jetzt alles dahin. Nee, das brauche ich noch. Da muss ich noch Sachen draus machen. Und ich werde aus dem Fichtenholz, das wir ja hier noch zum Genüge rumstehen haben, werde ich höchstwahrscheinlich noch so Sachen machen wie Zaun und Tor und hast du nicht gesehen. Weil ich brauche ja, um. Ne? Um die Kühe zu vermehren, brauche ich ja Weizen und dann muss ich. Ach, ich kann das Chicken noch braten. Für das arme kleine Vieh, was ich letztens getötet habe. Dafür brauche ich dann erstmal jetzt wieder hier was von. Genau. Düt, 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 düt. Meint ihr, ich krieg da jetzt ein Hühnchen raus? Ein Hühnchen würde ja erstmal reichen. Leider nicht. Leider hat es nicht gereicht. Und ich. Warte, was? Es wird doch dunkel. Kann ich auch jetzt schlafen gehen? Lass mich schlafen. Lass mich schlafen. Ja. Ich kann schlafen gehen. Yay! Schlafen! So. Ich habe mal wieder die Nacht übersprungen. Halt's Maul. Halt deinen Mund da unten. Das ist. Du bleibst in deinem Zuhause. Ich bleib in meinem Zuhause. Ist das ein Deal? Was? Habe ich den gerade? Ich habe den entrindet. Oh mein Gott. Kann sowas entrinden? Wusste ich gar nicht. Sehr schön. Haben wir den schon mal gekillt? Ich habe mich jetzt gerade gefragt, wo kommt diese Harry Potter Musik her? Ja, keine Harry Potter Musik. Minecraft Musik. Sehr schön. Oh, hier habe ich auch schon was geköpft. Oh, schön. So, hieraus mache ich nämlich den Zaun und das Zauntor für die Schutzbarriere um mein Feld, damit da auch wirklich niemand irgendwas wegnehmen kann. Wie du spuckst mich an, ey. Na, du süßes Lama. Du kleine süße Lama-Fratze. Du. So.
Haben wir das auch geklärt. So. Dann würde ich mal sagen, werden wir uns jetzt um die Umzäunung kümmern. Okay. Ein bisschen Fichtenholz. Denn wir brauchen ganz schön viele, ganz schön viel Holz und ganz schön viele Stöcke. Denn wir wollen ja. Wie war das? So, so und so. Nee. Peinlich! Ah. Hier haben wir schon mal ein Zauntor. Das dann noch dahin. Schauen wir mal. Okay. Neue Rezepte verfügbar. Oh, ich kann mir einen Helm basteln. Glaube ich. Kann ich mir einen Helm basteln? Ich kann mir einen Eisenhelm basteln. Ja. Und ich habe schon mal plus 2 Rüstung. ja, ob das jetzt so clever war, weiß ich nicht. Ich habe auf jeden Fall schon mal da unten schon mal einen Rüstungshemd. Das heißt, ich bin jetzt schon nicht mehr so hilflos. Sehr schön. Wo mache ich denn jetzt am besten mein Feld hin, dass es niemanden stört? Dass es mich nicht stört? Ich werde noch ein bisschen was von dem. Ah, ich brauche jetzt auch noch so ein Sägeteil, ne? So ein. Wie heißt das? Komm mal her. Einmal. So, diese Holzhacke hier. Genau das brauche ich. Jetzt habe ich die Erde vergessen. Bin aber manchmal intelligent. Erde. Okay. Oh, ich kann ja aus der Erde ja auch Wege machen, wenn man ja mit der Schaufel platt tritt. So. Bei dem Tritt. Sehr schön. Ich würde dann einfach mal hier anfangen. Reicht erstmal für den Anfang, oder? Alles ein bisschen umgebaut hier. Ich hoffe, das klappt dann auch. So, dann einmal einen Weg Platz lassen. Ich würde dann auch direkt von hier reingehen. So. Einen Weg Platz lassen, dann muss ich hier weiter.
Sehr schön. Jetzt muss ich noch eben rein ein paar Fackeln holen, damit ich das ausleuchten kann. Schreckliche Höhlengeräusche sind schrecklich. Damit da auch ja nichts spawnt. Mal da noch zwei hinstellen. Und vielleicht irgendwie in der Mitte irgendwo noch hier. Ah. Da nicht, aber hier. So, brauche ich noch eine Fackel. Okay, eine Fackel muss ich noch bauen. Dann dürfte ich das haben. Habe ich noch ein bisschen Kohle. Ah, kriege ich direkt vier Fackeln. Ist ja auch nicht schlimm. Kann man die alle noch verballern. So, haben wir das? Jetzt muss ich den Dings holen, den Eimer holen. Muss ich daraus auch noch, ich auch jetzt noch ein paar Mal hin und her laufen. Es wird schon ja dunkel. Wie geht's dir, Hans Gustavo, der Erste? War das so? Ja. Ich glaube schon. Jetzt werden wir erstmal die Nacht überspringen, damit ich mir hier nicht in die Hosen mache, während ich mein Feld bestelle. Heißt das so? Was? Achso. Katze. Ich finde es eigentlich schon krass, dass es auch schon Gewitter gibt. Ach, ich muss so gerade das hinsetzen ein bisschen. Ups. Irgendwann habe ich das Ding abgerissen. Mann, es ist doch Nacht. Geht doch. Mach dich fein. Fischstach. Taktisches Fischen. Okay. So, dann wollen wir mal. Nicht den Fisch mitnehmen, das wäre fatal. Okay. Brauche ich nicht ganz so viel hin und her laufen. Okay. Wir werden das hier noch schnell fertig machen. Und dann werden wir die ersten. Genau. Dann werden wir die ersten. Unsere ersten Pflanzen ansehen. Oh mein Gott. Gruselige Endermen sind gruselig. Steht er immer noch in dem Wasserloch?
Okay, ist immer okay. Boah. Alter Schwede. Weil gegen die bin ich nicht gewachsen. Das ist so schrecklich. Oh mein Gott. Ich habe mich voll erschrocken. Was man wahrscheinlich gehört hat, wenn ich euch irgendwie ins Ohr schreie oder irgendwas. Es tut mir leid. Macht es einfach von Anfang an ein bisschen leiser. Tut mir den Gefallen. Tut euch den Gefallen. So, hier habe ich noch ein paar Weizenkörner. Wir müssen nämlich mal langsam anfangen, uns so eine Art Rinderfarm aufzubauen. Ich habe natürlich nicht genug Samenkörner, Weizenkörner. Das ist schlecht. Lass uns mal hier absehen. Die meisten Sättel, die ich aus so anderen, also aus so, wie heißt das? Immer noch nicht genug. Die meisten Sättel, die ich so gefunden habe, die habe ich entweder aus einem Villager-Dorf oder aus so einem Wüstentempel, weil das der einzige Tempel ist, wo ich mich reintraue. Da muss man aber halt ein bisschen aufpassen, dass man nicht auf die Explosionsplatte kommt, weil ansonsten ist nämlich alles verloren. Dein Leben, du. Leben deiner Frau. Wenn du eine Frau hast. Oh na, ja, natürlich. Klar. Hühner. Ich habe noch kein Gehege oder so für euch eingerichtet. Beziehungsweise keinen Stall für euch. Oh, Entschuldigung, Hans Gustavo, ich wollte ich nicht. Vielleicht, eventuell mal schauen. Ich habe gesehen, dass es auch Pandas gibt. Pandas sind cool. Tut mir leid, kleine Hühnchen, aber nicht genug Samen. Viele fehlen, 2 Stück fehlen. Jetzt muss ich abwarten. Beziehungsweise, ich könnte mich ja dann schon mal an den Bau des Hühnerstalls machen. Sehr schön. Ja. Habe ich uns mindestens schon mal. Habe ich da was drin? Tatsächlich. Leithühnchen, aber ich kann nicht leider nicht mitnehmen. Sehr schön. Jetzt habe ich ein komplett bewirtschaftetes Feld. Bin, was hungertechnisch angeht, total am Ende. Ich müsste mal wieder was essen. Das Problem an der ganzen Sache ist, ich habe aber nichts mehr zu essen. Doch, ich habe noch einen. Eine Hähnchenbrust habe ich noch. Es tut mir leid, rest in peace, Hühnchen. Federn kann man ja auch noch immer gebrauchen. Hier habe ich noch was Hühnchen. Okay, dann braten wir mal ein wenig Hühnchen. Vielleicht kriegen wir aus dem Ei noch was raus. Nein.
Obwohl, wenn ich gerade mal so auf meine Uhr gucke, glaube ich, sparen wir uns den Hühnerstall für die nächste Folge auf. Ich werde jetzt noch eben schnell das essen. Und dann würde ich mal sagen, war es das für die Folge auch schon wieder. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich hoffe, das Ganze hat euch Spaß gemacht. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao. Ach ja, Community High Five in 3, 2, 1. Bam.